Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf, wir spielen bei der Hearthstone in der Arena. Und letzte Folge habe ich hart verkackt. Aber hart verkackt. Also wenn einer mal hart verkackt hat, dann war ich das. Also so eine harte Verkackung habt ihr, glaube ich, auf der Welt noch nicht gesehen. Ich habe mich anscheinend nur ein bisschen verrechnet. Oder eine Zahl, ich habe eine Zahl nicht richtig gesehen und plötzlich war ich tot. Kann ich auch nichts merken. So, ein Sieg holen wir noch. Es ist keine gute Arena-Runde. Es ist wirklich sehr, sehr traurig. Es ist sehr, sehr traurig. Es ist so traurig. Die wollen weg. Waffe können wir behalten. Und der Sea Giant, yay. Der hat letzte Folge so gut funktioniert. Komm. Entspann dich, Digga. Bleibe ruhig. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wenn denn mal der Gegner irgendwann auf OK drücken würde. Das wäre sehr, sehr schön. Ich würde mich sehr freuen. Hallo. Hallo. Na gut, vielleicht ist er AFK. Schneller Sieg, ne? Schneller Sieg. Oder er ist auf Klo gegangen. Ich kenne das ja manchmal von mir, ne? Wenn ich dann nicht aufnehme und Hearthstone spiele, dann drücke ich immer automatisch auf noch ein neues Spiel, weil ich denke, naja gut. Und dann renne ich los und muss auf Klo oder hole mir was zu trinken oder so. Was passiert dann meistens dann? Da regen sich manchmal auch wahrscheinlich Leute auf, ne? Kann der mal so eine Karte jetzt endlich auszoomen? Okay. Okay, wir legen los. Und ich bin voll dabei. Wir haben nur Scheiße auf der Hand. Also die Sachen sind nicht scheiße, aber wir können sie noch nicht spielen. Noch lange nicht. Eines Tages möchte ich mal den Lord of the Arena ausspielen. Aber das geht erst, wenn ich groß bin, hat Papa gesagt. La la la. Oh, den muss ich dringend kaputt machen. Den muss ich nun wirklich dringend kaputt machen. Der Plan ist aber der, dass ich den vielleicht nächste Runde damit kaputt mache und jetzt die Waffe spiele, damit wir in Zukunft damit Shit machen können. Oder? Was meint ihr? Macht er jetzt das 1-1er mit seinem 1-3er kaputt? Das fände ich ärgerlich. Ein bisschen. Oh. Okay. Okay, der Hammer of Wrath geht da drauf. Nein! Nein! Jetzt müssen wir 4 Schaden fressen, Leute. 5 Schaden fressen, Leute. Weil wir den halt kaputt machen müssen. Da kommen wir jetzt nicht drum rum. Hätten wir jetzt noch 3 Mana, wäre das super, haben wir aber nicht. Und jetzt fressen wir diese 5 Schaden. Uncool. Okay, aber wir haben das Gefahrenpotenzial so ein bisschen aus dem Weg geräumt gerade. Das war wichtig. What? Wer macht denn sowas? Mittendrin einfach so ein Drain live auf meinen Champion spielen. Also ich denke mal nicht. Also ich glaube, also ich finde nicht, dass das irgendwie besonders schlau war, du. Schade, dass wir den jetzt hier nicht angreifen können. Ja, egal. Wir spielen jetzt sowas hier und spielen noch. Also ich überlege, ob wir den noch ein Leben wegnehmen damit. Um ihn dann vielleicht irgendwann erfolgreicher wegzumachen. Ja, komm. Okay. Okay, mal gucken, was jetzt passiert. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Aha. Aha. Machst du jetzt wirklich mein Eck kaputt? Warum hat er das getan? Warum hat er das denn jetzt gerade eben gemacht? Ich bin leicht verwundert. Ich weiß nicht, ob man das merkt. Wir machen jetzt sowas. Und dann... Oh, sollen wir den spielen? Sollen wir den spielen?
Ich hätte irgendwie Bock. Ach komm. Warum nicht? Schwing. Ach, wer zum 99er? Geil. Wir könnten jetzt sogar noch einen Argus da zwischenspielen. 10-10 und dann plus 2 sind 12. Drain Life, okay. Ja, das ist uncool. Aber wir haben trotzdem genug für genau diesen Plan, den ich da eben hatte. Sollen wir das mal machen? Komm, damit machen wir ziemlich viel Schaden. Ding. Bam! Bam! 18 Schaden war eben in einem Zug. Ist doch geil. So, hast du jetzt noch was oder gibst du auf? Ich glaube, du gibst auf. Oder hast du jetzt noch was? Ah! Mhm. Wolltest die Leute wieder billiger machen, ne? War ein bisschen teuer. Ja, kommst trotzdem nicht durch, ne? Und du? Na, kommst trotzdem nicht durch, ne? Oder doch? Destroy Demon. Okay, er heilt sich. Na gut. Aber du weißt schon, dass du jetzt tot bist, ne? Well played. Bums. Bums. Doch, diesmal lief es ein bisschen besser, ne? Es läuft nicht immer scheiße. Yay. Begeisterung. Ganz schön. Dicke, große, feuchte Begeisterung hier drüben bei mir. Apropos feucht, ich trinke jetzt mal einen Schluck. Wasser ist sehr gut für den Rücken, für die Haare, für die Lunge, für den Magen. Ist so, Leute, ist so. Wasser ist generell, also Wasser ist mal richtig geil. So, Fischkopf, warum behältst du 5-Mana-Karte? Weil ich es kann. Lass mich in Ruhe. Manchmal ist nicht die Mana, sind nicht die Mana-Kosten der entscheidende Punkt. Das müsst ihr euch mal merken, Leute. Es ist einfach so. Okay. Was machen wir jetzt? Sowas. Da kann man das mal machen. Auch wenn die jetzt stirbt. Wir haben 2 Potenzial kaputt gemacht. Ja. Brauchst dich jetzt nicht freuen. Wir haben jetzt einfach nur ausgetauscht, mein Freund. So, hallo. Na, wie geht's? Ich hoffe, wir können damit Shit anstellen. Irgendwann jetzt demnächst mal. Silencen wäre blöd. Oh, wir könnten den vielleicht sogar jetzt. Wir könnten jetzt schon vertaunten, aber das möchten wir eigentlich nicht, ne? Weil dann aktivieren wir das Ding hier. Und dann kann er auch nochmal angreifen und so. Ha! Machen wir es so. Wir machen es dran. Ist doch total cool. Genau so kann man es so machen. Ach so. Oh Mann, ihr müsst mich echt mal anschreien, Leute. Ich habe gerade noch gesagt, nee, dann aktivieren wir den Worgen, dann kann er auch nochmal angreifen und holen den 1-1er. Was ist mit mir nicht ganz richtig? Ziemlich viel. Wir könnten ihn jetzt heilen. Dann würde er halt nicht zweimal. Ich meine, kaputt machen kann ich ihn nicht. Deswegen muss ich ihn jetzt heilen, damit er nicht so viel Schaden anstellt. Ich meine, 3 anstelle von 8 ist schon ein Unterschied. Oh Mann. Uncool. Sau uncool. Okay. Und jetzt? Aktiviert er sich nochmal da dran, oder was? Scheiße. Nee, er tötet ihn damit, aktiviert sich am 2-2er. Ja. Aber das Gute ist, dass er jetzt nur noch ein Leben hat.
Und wir ihn jetzt töten können, wenn wir den vertornten, den Egg, Hannes. Blöd nur, dass wir dann sonst nicht mehr so viel machen können, da hier, ne? Aber wir müssen das jetzt tun. Wir kommen nicht drum herum, nö. Oha. Ja, schön ist anders. Ich sag's immer wieder, schön ist anders. Und ziehst eine Karte, indem du den 2-3er angreifst. Ist das dein Plan? Wirklich? Really? Na, oha. Ja, das kann man auch machen, ne? Aber ich glaube, wir haben uns relativ gut gehalten und könnten jetzt Sachen machen mit Torn und so. Okay, das ist gut gespielt. Das ist well played. Okay, jetzt hat er natürlich einen ganz schönen Vorteil. Der wird sich auch gleich wieder hochheilen. Deswegen müssen wir unbedingt... Auf wie viel? Auf 6? Ja. Dann müssen wir natürlich das Ding hier spielen. Nicht wahr? Und auf das Beste hoffen. Ich hoffe, er kann ihn nicht irgendwie mal eben wegmachen. Das wäre halt uncool, ne? Aber was hat er denn da für ein Removal? Nichts besonders Tolles. Okay. Ja, okay. Innovate. Und was kommt jetzt? Nochmal 2 Schaden wegen. Womit? Alter! Ja, dann spielen wir jetzt sowas hier. Das ist im Moment mein Plan. Weil da kommt er so einfach jetzt nicht durch. Und wir können dann immer noch Sachen machen. Eventuell vielleicht. Na, was kommt jetzt? Shit. Eine unglaublich starke Karte. Oh, fuck. Roar. Kacke. Was der aber für viele gute Karten hat auch noch, ne? Okay, die kam jetzt auch sehr glücklich. Zack. Bomber. Können wir auch nicht machen, ne? Können wir auch nicht machen, ne? Warum nicht? Komm. Oh, nein. Ja, nein. Nicht so cool. Und jetzt könnten wir auch sie spielen, damit sie da Sachen macht. Aber so richtig Sachen tut sie doch nicht tun. Könnte noch eine Waffe abwarten, ne? Oha. Tja, der Druide finde ich auch. Ist eine ganz gute Arena-Klasse. Da muss man halt aber auch, ja, wie immer Glück haben, ne? Und der hatte offensichtlich Glück. Aber diese 4-4er komischen Schwerter da, die dem Gegner eine Karte geben, die finde ich ja nun nicht so. Also die, auch wenn du dann halt ziemlich früh einen 4-4er spielen kannst, der ganz toll ist. Oh, eine Consecration bringt uns fast nichts. Fast gar nichts. Jetzt ziehen wir eine Karte. Kriegen nichts Tolles und dann spielen wir noch einen Taunt dazu. Ich bin der Batman. Hey, das war gar nicht so schlecht, oder? Ich bin der Batman. Es ist weg. Ich bin es. Mach mir einen Tee. Es geht nicht mehr. Es ging nur ganz kurz. Schade. Sonst hätte ich jetzt ein paar Prank Calls gemacht. Hier, so ein bisschen Telefonstreich, ne? Was war das denn jetzt gerade? Oha. Archer, Piss. Immerhin musste er jetzt ziemlich viele Sachen machen. Und den, ah ja. Hat er jetzt auch nochmal gezischt. Und okay. Bisschen mehr Sinn für Consecration. Immer noch nicht viel. Lass uns Hans Joachim spielen, den er eh nicht anping-dingsen kann. Und dann spielen wir noch sowas und sowas. Und bewahren unseren anderen Scheiß mal auf. Mal gucken, ob wir vielleicht einen 2-3er irgendwie runter auf 2-2 kriegen. Oder was noch so in Zukunft passieren wird. Was vielleicht die Consecration ein bisschen sinnvoller macht. Er hat mich ganz schön weit runtergekriegt, ne? Oh, shit. Bin ich tot? Nee, noch nicht. Fast. Doch, ich bin tot. Nein! Hätte ich doch die Consecration gespielt, ne? Dann wären die beiden hier tot gewesen. Hätte 8 Schaden weniger gemacht.
Mano. Es ist okay. Weine nicht, kleines Mädchen. Hättet ihr die Consecration da gespielt? Hättet ihr jetzt gesagt, ach ganz klar, auf jeden Fall, ohne darüber nachzudenken. Ich bin mir dann nämlich nicht so ganz sicher. Dust. Dust. Na gut, finde ich eigentlich ganz okay. Das ist okay. Okay. Ich hätte ja jetzt gerne eine gute Karte. Oder zwei. Hab ich das schon mal erwähnt? Blau. Nix, nix, nix. Und wieder nix. Oh, Mann, ey. Hab ich doch schon alles. Das war nach Heimweh, habe ich auch schon zweimal, glaube ich. Oh, Mann. Ich finde es ein bisschen traurig. Guck, hatte ich alles schon. 260 ist gar nicht mal so schlecht, ne? Ist gar nicht mal so wenig. Okay, Kohle haben wir 180. Das heißt, es ist durchaus möglich, da noch eine Arena irgendwann hinten dran zu hängen. Vielleicht queste ich, beziehungsweise ranke ich auch nochmal ein bisschen in nächster Zeit. Und oder spiel mal wieder mit anderen Leuten. Battle wäre ja auch mal gar nicht mal so schlecht. Wir werden sehen. Wenn es euch gefallen hat, trotz des Gefailes, dann lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war Fischkopf, bis dann und tschüss.